Hallo Leute, ihr habt tatsächlich nach einem Blondierwäsche-Video gefragt, nachdem ich das erwähnt habe, dass ich das jetzt mit meinen Haaren hier durchziehe und deswegen mache ich das jetzt. Ich sage vorweg, so wie es ist, ich bin kein Friseur, ich habe keine Ausbildung in die Richtung, ich lese einfach nur ein bisschen Sachen im Internet und werfe dann Zeug zusammen und gucke, ob es funktioniert, und wenn es nicht funktioniert, ist es mir auch egal, weil meine Haare eh wachsen wie Sau und wenn sie kaputt sind, stört mich das nicht so sonderlich. Deswegen, Haare sind bei mir so. Aber ihr wolltet das wissen und deswegen machen wir das jetzt. Ich habe da meine Haare mitgebracht, die wachsen auf meinem Kopf, und ich habe vor allem ungewaschene Haare mitgebracht. Die sind tatsächlich seit einer Woche nicht gewaschen, was ein bisschen sehr lang ist, aber ich finde, dafür sehen sie noch okay aus. Und ungewaschene Haare sind deswegen cool, weil unser Kopf so Fette ausstößt, so Talg und sowas, und das schützt die Haare beim Blondieren. Und weil es aber nicht fettig genug ist, sondern nur die Kopfhaut so ein bisschen geschützt ist, also hier oben ist fettig, aber um auch den Rest der Haare zu schützen, habe ich das hier mitgebracht. Das ist 100% Kokosnussöl, Pure Coconut Oil, und ich frage mich immer noch, was mich geritten hat, das in so einer Flasche zu kaufen. Man kriegt das da einfach nicht raus, außer im Hochsommer. Ich habe jetzt ungefähr so viel hier rausgefummelt. Und normalerweise sollte man das in der Mikrowelle schmelzen oder im Wasserbad, aber ich habe keine Mikrowelle und ich bin zu faul für ein Wasserbad. Deswegen wärme ich das einfach so zwischen den Fingern an und verteile es dann in meinem Haar. Körperwärme. Tu, wofür du da bist. Und wenn das dann so einigermaßen gut verteilt ist in den Haaren, dann lasse ich das immer ein bisschen einwirken. Ich überlege gerade, ob ich noch ein Handtuch um die Haare mache, damit sich die Wärme ein bisschen besser staut und es vielleicht noch ein bisschen einschmilzt. Einschmilzt, das klingt irgendwie gefährlich, wenn es um Haare geht. Ja, ich glaube, ich mache noch ein Handtuch drumrum und dann, weiß ich nicht, so 10 Minuten lasse ich es auf jeden Fall drauf und dann fange ich an, die Blondiermischung anzurühren. Wir brauchen 30 ml Cremoxid und ich nehme inzwischen das 6%ige, weil es einfach besser für die Haare ist und nicht ganz so schädigend. Dann 30 Gramm Blondierpulver, das gute Staubfreie. Und dann nochmal so 10 Gramm Shampoo. Ich weiß nicht, ob man dafür wirklich silikonfreies braucht, aber ich benutze einfach lieber silikonfreies Shampoo. Und auf das Ganze drauf kommen laut Rezept 60 ml Wasser, warmes Wasser, aber ich nehme weniger, weil ich ansonsten das Gefühl habe, es verteilt sich einfach nicht gut genug im Haar. Rezept sagt, ich soll das jetzt mit einem Schwamm auftragen. Ich habe aber keinen Schwamm, deswegen nutze ich einfach meinen Pinsel und da kommt es mir auch zugute, dass das nicht ganz so flüssig ist. Wenn ihr einfach nur die Haare aufhellen wollt, dann würde ich sagen, reicht es, wenn ihr das Zeug nehmt, das in die Längen verteilt und dann nach ein paar Minuten in die Ansätze hochholt. Also erst die Längen, dann die Ansätze, einfach damit der Übergang ein bisschen freundlicher ist. Bei mir sind nun die Längen schon blond genug und ich will eigentlich nur die Ansätze aufhellen, aber nicht die kompletten. Deswegen versuche ich einfach den Übergang zwischen blond und nicht blond zu erwischen. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe, den Ansatz komplett frei zu halten, aber die Spitzen sind auf jeden Fall einigermaßen trocken. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich lasse das Ganze jetzt so 15 bis 30 Minuten einwirken, je nachdem. Man kann, wenn man möchte, noch Frischhaltefolie drum machen, damit ein bisschen Hitze entsteht und die Reaktion besser läuft. Ich muss gar nicht haben, dass die Reaktion jetzt so unglaublich gut abläuft, weil meine Längen sind ja alle schon blond. Ich will nur den Übergang ein bisschen weicher haben. Deswegen lasse ich es einfach so, wasche es dann gleich aus, mache ganz normal meine Spülung rein und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Und das ist also das Ergebnis nach der Blondierwäsche. Ich finde, es ist sehr gut geworden. Es ist ein bisschen zu sehr in den Ansatz übergesuppt, aber ich bin halt kein Haarstylist, das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Ansonsten ist es ganz schön orange geworden, aber so sind meine Haare halt.
Ich werde dann noch so ein bisschen rosa reinmachen, demnächst wieder. Dann ist es auch wieder ein bisschen ausgeglichen. Ja, so mache ich das auf jeden Fall. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie am besten einem Friseur, weil ich werde sie wahrscheinlich nicht beantworten können. Und ansonsten war es das erstmal von mir. Macht's gut, gehabt euch wohl. Tschüss!